Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier einen Laptop von Asus und zwar ein VivoBook 15. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Bei diesem Modell ist es übrigens so, dass man das Display zwar einzeln tauschen kann, aber man so schlecht daran kommt, dass man trotzdem die ganze Einheit abbauen muss, bevor man es tauschen kann. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier gibt es insgesamt drei verschiedene Schraubenlängen. Wir haben einmal die langen Schrauben oben, dann noch mittlere, die auch in der Mitte sind und schließlich noch die kurzen, die von ganz vorne kommen. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen, einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Der Stecker funktioniert in dem Fall so, dass man erst diese silberne Brücke hier so ein bisschen nach oben schieben muss. Die gibt den Stecker frei. Und dann kann man den von unten nach oben einfach raushebeln. So, was können wir noch sehen? Wir sehen hier noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Die würde dann über einen Adapter hier mit dem Mainboard verbunden werden, wobei man das Adapterkabel oder Set extra dazu kaufen muss. Hier sehen wir den RAM mit einer Abdeckung. Da ist die SSD. Hier sehen wir den Lüfter. Der wird in dem Fall über das Gehäuse gekühlt.
und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und hier noch das WLAN-Modul. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann dieses Kabel hier noch trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst so nach oben klappen muss. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken. Dann noch den Stecker zuklappen. Und ja, schon fertig. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann ihn dann einfach rausnehmen und austauschen. Und hier sieht man auch, wie der RAM-Riegel ohne die Abdeckung aussieht. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier und muss noch das Kabel, das um den Lüfter herumläuft, aus der Führung fädeln. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind. Da sollte man also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen. Und dann ja, mit ein bisschen hin und her rütteln rauszuziehen. Sind die Schrauben dann entfernt und alle möglichen Kabel aus der Führung draußen, kann man den Lüfter einfach aus dem Gehäuse nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge genauso wie der Ausbau. Wir legen den Lüfter wieder in seine Position, können ihn dann verschrauben und auch das Kabel wieder in die Führung einfädeln. Und ganz, ganz wichtig, natürlich nicht vergessen, am Ende das Lüfterkabel auch wieder mit dem Mainboard zu verbinden. Da auf jeden Fall darauf achten, dass das Kabel bzw. der Stecker richtig drin und fest sitzt, damit am Ende der Lüfter auch wieder richtig arbeitet. Das kann manchmal ein bisschen friemelig sein. Ich mache das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf. Und ja, schon hat man den Lüfter getauscht. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben. Am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Akkukabel wieder mit dem Mainboard zu verbinden. Dafür den Stecker einfach von oben drauf drücken und dann die silberne Brücke nach unten ziehen. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet,
ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.